Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt F1 2021 Grand Prix Nummer 15 in Russland. Ja, den werde ich hier jetzt nicht streichen, sondern einfach fahren. Wie gesagt, 15. Rennen. Wir gehen so langsam in Richtung Saisonende beim Team Haas und starten einfach mal rein ins freie Training. Russland Grand Prix habe ich jetzt nicht so mega viel Erfahrung mit. Bisschen habe ich mir die Strecke angeguckt vor ein paar Tagen mal. Schon gehört, dass wir neue Teile reingekriegt Ja, haben? Sind wir haben schnelle immer Rennen neue vorbereitet Teile, oder die wie sind kommt immer ihr damit? geil und wir Kaum sind ein Gummi trotzdem auf immer der langsam. Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Auf jeden Fall Russland, würde ich sagen, sehe ich jetzt gerade die Strecke hier so relativ neutral. Danach weiß ich, kommt Singapur. Oh Gott, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Da muss ich, glaube ich, noch ordentlich üben. Ja, hier, glaube ich, muss das jetzt nicht so unbedingt lange sein. Grundsätzlich ist mir die Strecke, glaube ich, noch im Kopf. Die zu perfektionieren ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Aber wir schauen erstmal, wie es so läuft. Ja, einstellungstechnisch habe ich in letzter Zeit eigentlich nichts geändert. Das heißt, KI müssten wir immer noch bei 75 haben. Ich würde ganz gern, aber vielleicht mache ich das erst zur nächsten Saison, mal das ERS auf manuell stellen. Oh, ja, und auch im Prinzip DRS, aber ich habe selber gemerkt, da ich zum Teil ja auch die Streckenkenntnis einfach noch nicht so habe, weil ich ja eigentlich abseits von dieser YouTube-Karriere so gut wie gar nicht spiele, vielleicht hier und da mal so ein paar Runden in Vorbereitung auf die Videos, damit ich nicht irgendwie völlig inkompetent hier rüberkomme. Ja, spiele ich auf jeden Fall sonst nicht so wirklich. Von daher habe ich gerade, was den hinteren Teil des Kalenders anbelangt, manche Strecken auch, glaube ich, nur ein einziges Mal gefahren. Deswegen kenne ich mich damit auch gar nicht aus. Ich glaube, die wir jetzt so am Anfang haben, wie, was weiß ich, Bahrain, Aserbaidschan, Spanien, Italien etc. Kann ich da auf jeden Fall besser. Wie gesagt, jetzt bei dieser hier, glaube ich, hält sich das auch relativ die Waage. Was das Setup anbelangt, muss ich mal gleich noch gucken. Ich fahre jetzt einfach auf ausgeglichen, einfach hier mal los. Ich würde fast behaupten, dass das für die Strecke auch ein gutes Setup ist. Ja, auf jeden Fall würde ich ganz gerne, damit es noch etwas realistischer ist, dann für das nächste Jahr, wenn ich dann auch in einem besseren Team hoffentlich fahre und selber noch etwas besser geworden bin, auch noch ein paar Hilfen ausstellen, wie beispielsweise die DRS- und ERS-Hilfe, die ich jetzt beide noch anhab. Das heißt ja, sobald DRS möglich ist, wird das auch aktiviert. Ah, wobei, ja, gut, ich meine, in echt müssen die Fahrer das auch machen, aber warum sollte man irgendwann DRS mal nicht aktivieren? Außer man hat so eine Luxusposition wie Max Verstappen. Heute in echt. Tag der Aufnahme ist der 12.06. Ja, falls jemand den GP noch nicht gesehen hat, dann hört jetzt kurz weg. Aber Max Verstappen war so weit in Front. Und da die ja öfter mal DRS-Probleme haben, ja, haben die einfach nachher aus technischer Sicht gesagt: Komm, lass am besten einfach das DRS weg, bevor das Probleme macht. Du bist sowieso irgendwie 16 oder 20 Sekunden vorne. Und das auch noch vor seinem Teammate. Also, das sind dann wahrlich Luxusprobleme. Ansonsten nimmt man natürlich, ja, 99,9% DRS immer mit, wenn man das kann. Für mich ist das aber noch wieder ein Knopfdruck mehr. Zack, und gerade ERS. Habe ich gemerkt. Ich habe das mal sogar heute. Nehme gerade so am ja, Frühabend auf. Ich habe das heute Nachmittag sogar mal ganz kurz ausprobiert. Das heißt ganz kurz. Ja, schon ein bisschen, aber gezielt auch darauf gegangen. Boah, ich komme damit noch gar nicht klar. Ich dann viel zu sehr irgendwie von der Strecke abgelenkt bin. Und
Wenn das auf einer Strecke ist, die ich gut beherrsche, würde ich sagen, geht das. Aber hier jetzt, ja, oder auch die, die danach noch kommen, die werden, glaube ich, zum Saisonende immer unbekannter, so habe ich den Eindruck. Da kriege ich das einfach nicht hin. Von daher, ja, mache ich hier jetzt erstmal so weiter. Ansonsten bin ich derzeit noch am Überlegen. Diese Season werde ich auf jeden Fall natürlich zu Ende fahren. Dann zur zweiten Saison, habe ich ja vielleicht hier auch schon mal angesprochen, muss ich mir nochmal Gedanken machen, was ich mit dem neuen F1 22, so heißt das ja, glaube ich, dann, Videospiel mache. Hätte ja eigentlich schon Bock auf die neuen Fahrer. Grundsätzlich fände ich es irgendwie auch ganz cool, dann sogar bei Haas zu bleiben, weil deren Performance zumindest in echt jetzt ja deutlich besser ist als im letzten Jahr. Da sind ja Mazepin und Schumacher immer nur eigentlich 19. und 20. geworden. Und jetzt, wenn man mal sieht, wie weit vorne zum Teil, natürlich jetzt in letzter Zeit lief es nicht so gut, aber gerade Kevin Magnussen ja schon bereits Punkte geholt hat im Haas, dann finde ich das irgendwie auch ganz cool, wenn ich vielleicht bei dem F1 2020 die Karriere von hier dann einfach weitermache und vielleicht sogar gar nicht das Team wechsle, wenn Haas da halt stärker ist. Da bin ich echt mal drauf gespannt, wie das gebalanced ist im Spiel. Denn in echt, ja, ist es vielleicht halt nicht so klar wie letzte Season. Wobei würde ich auch sagen, ohne dass ich jetzt der große Formel 1 Experte bin, aber man anhand der Ergebnisse und der Pace, ja, jetzt für diese Saison auch schon einiges eigentlich ableiten kann. Und da ist nach meiner Ansicht nach Haas auf gar keinen Fall das schwächste Team. Also ich sehe mit Abstand gerade Williams eigentlich auf dem letzten Platz. Zum einen, ja, Latifi reißt für mich absolut gar nichts. Und Albon, muss ich sagen, hat zum Teil jetzt auch schon ein paar GPs her, hatte, glaube ich, auch mal Pech, ganz gut performt. Aber ich glaube, das Auto ist einfach momentan das schlechteste. Aston Martin ist auch nicht so besonders gut, auch wenn Vettel es eigentlich heute zum Beispiel ganz gut hingekriegt hat in Aserbaidschan jetzt in echt. Haas baut vielleicht ein bisschen ab von ihrem guten Saisonstart. Ja, wen gibt es noch? Alfa Romeo gerade mit Bottas, ich fand einen Tacken besser. Ja, Haas ist schon immer noch relativ weit unten. Aber auf jeden Fall konkurrenzfähiger als jetzt in diesem Spiel hier, was wir gerade haben. Ja, fände ich auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu sehen, wie das dann im nächsten Spiel so sein wird. Aber kommen wir mal wieder jetzt zu dieser Karriere hier zurück. Wir absolvieren hier jetzt mal die Rennstrategie. Währenddessen komme ich sage, ganz passabel mit der Strecke klar. Ohne dass das jetzt besonders gut war, aber wenn ich das jetzt nochmal schaffe, das Delta hier zu erreichen, dann wäre das ja schon mal was ganz Nettes. Bin mal gespannt, ob es für uns noch drin ist, irgendwie Punkte zu holen in dieser Season. Ich weiß jetzt so aus dem Kopf nicht, muss ich gestehen, welche Strecken noch alle kommen. Ja, wollte ich gerade sagen, das war ein bisschen zu krass gecuttet. Und ob mir da irgendwie noch eine liegt. Oder ob ich bei den meisten da immer sage, oh Gott, die kenne ich noch gar nicht oder kann ich noch gar nicht. Abu Dhabi zum Beispiel kommt auch noch. Müsste die letzte sein. Singapur ist, glaube ich, schon echt so eine von denen, die ich mit am wenigsten mag. Das ist, denke ich, echt schwer. Aber mal schauen. Die Runde war jetzt deutlich besser. Wir machen mal noch eine. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon gleich ins Qualifying reingehen. Leclerc hier gerade im Nacken. Bin ich hier ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Na komm, wir sind mal nett. Lassen den einfach mal vorbei.
Ja, freut ihr euch schon auf den nächsten F1-Titel, auf F1 2022? Oder nee, es ist nur 22. Habt ihr da Bock drauf? Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mir ja auch mal eure Meinung dazu dalassen, was ihr dann von mir hier gerne auf dem Kanal sehen möchtet. Einfach ganz unverbindlich. Ob ich das dann mache oder nicht, das sei nochmal dahingestellt. Ich weiß es letztendlich ja selber noch nicht hundertprozentig, aber einfach Optionen zu haben und mal ein paar Vorschläge kann ja auch nicht schaden. Also gerne in die Kommentare damit. So weit, so gut. Hier tue ich mich gerade noch ein bisschen schwer, da den richtigen Bremspunkt zu finden. Das muss ich ja sagen, jetzt rede ich schon immer über Singapur, aber weil ich mir nämlich die Strecke danach auch einfach schon mal anschauen wollte, weil ich nämlich weiß, so in dem letzten Saisondrittel, ich habe ein einziges Mal so privat, aber ist halt auch schon bestimmt Monate her, jede Strecke mal einmal gefahren, aber dass ich die letzten echt gar nicht mehr kann und nicht kenne. Und ich muss sagen, in Singapur habe ich ziemliche Probleme damit. Ich finde, die Strecke ist voll unübersichtlich. Die muss man einfach im Kopf haben. Da kann ich nicht mehr sehen, oh, da kommt das 150-100 Meter Schild. Und dann bremse, dann ist schon wieder zu spät. Also ich glaube, da muss man eh auf extremen Abtrieb gehen, aber das können wir uns dann nächste Woche nochmal anschauen. Aber zeittechnisch, gut, die sind alle auf Harten gefahren, aber denke ich mal, ist eigentlich ganz passabel soweit. Und ich auf die Alte habe ich auch gar keinen Bock mehr gerade. Naja. So, ein normales und ein Regentraining, aber da in der Quali und im Rennen alles sonnig ist, brauchen wir das auch nicht fahren. Ich bin gerade am Überlegen, ob das sogar vielleicht zum Ende der Saison mal Sinn macht, Training zu skippen, damit die Abnutzung nicht so hoch ist. Denn der Entwicklung kommen wir eh nicht mehr großartig voran, wobei ich ja immer noch das Ziel hatte, Williams einzuholen. Ja, unsere Teile sind alle ganz neu. Meine letzte Aufnahme ist jetzt schon ewig her, aber stimmt, da hatten wir was getauscht. Ja, okay, nee, ich glaube, ich mache größtenteils erstmal weiter. Ich wollte ja tatsächlich nochmal Williams einholen. Wie ist der aktuelle Verlauf? Oh, sorry. Aus Versehen Taste gedrückt. Ja, es läuft immer besser für uns. Also Williams ist jetzt nahezu stagniert, so seit Belgien. Scheinen jetzt zu Russland auch keine Updates gebracht zu haben. Wir haben ja noch ein paar. Ja, von daher sollte das doch noch machbar sein. Gut. Fahren wir da, so simulieren wir das natürlich mal. Aber doch so, dass wir da noch Profit von bekommen, was die Punkte da anbelangt. Für die F und E ist halt auch immer irgendwie so ein blödes Gefühl, wenn man das mit Abstand schwächste Auto hat. Vielleicht bringt das ja doch nochmal ein bisschen was, wenn wir uns da verbessern. Dass vielleicht am Ende der Saison nochmal ein Pünktchen mehr dabei rauskommt. Das wäre ja schon ein Erfolg. Machen wir nochmal Reifenmanagement. Gegenschlagen. Ach, gleich nochmal reinhauen. Und erfolgreich. So. Das war's. Und dann können wir auch ins Qualifying reingehen. In so eine Viertelstunde Warm-up. Und dann, ja, fuchse ich mich da gleich im Qualifying wieder rein. Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie die KI so gebalanced ist. Aber
Ich würde mal sagen, als ist jetzt kein Muss, aber als Ziel sehen wir mal U2 an. Wir haben ja auch noch sehr frische Teile. Von daher haben wir vielleicht noch einen Vorteil gegenüber anderen, die irgendwie alte Teile haben. Das wollte ich eigentlich gerade nachgucken. So, Autoeinstellung lassen wir so. Benzin 3,1 Runden. Können wir eigentlich rausfahren? Ich will noch mal einmal kurz in die Einstellung gehen. So aktuell aus. 75, ja. Das lassen wir mal so. Alles bereit. Na, dann wollen wir mal. Ja, warum ich grundsätzlich auch halt Bock auf das neue F1-Game habe. Nicht nur, weil da vielleicht auch gute und spannende Neuerungen anstehen. Ich habe mich jetzt noch nicht so mega damit befasst, was alles neu sein wird. Letztendlich kann natürlich im Vorfeld auch viel gesagt werden. Man muss es dann sehen, wenn es released ist, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Aber einzig und allein halt die Fahrer alle zu haben, ist halt schon geil. Also Kevin Magnussen gefällt mir auch wieder sehr, wobei ich ehrlich gesagt auch am Überlegen bin, wenn ich jetzt mit Haas in Anführungszeichen weiterfahren würde in dem neuen Game, wer ist dann unser Teamkollege? Fliegt Mick dann raus? Und Magnussen fährt mit uns? Weiß nicht, die Konstellation fände ich auch eigentlich ganz cool auf jeden Fall. Was weiß ich, George Russell zum Beispiel im Mercedes performt ja auch echt richtig stark. Ferrari auch jetzt mit wieder besserem Auto als 2021. Das ist schon ganz cool. Ist auf jeden Fall sehr interessant und relativ offen in der 2022er Saison. Pierre Gasly hat da auch in echt endlich mal in Aserbaidschan jetzt eine gute Platzierung rausgeholt. Wenn ich mich nicht irre, ist er Fünfter geworden. Ja, Alonso auch im Alpin gut unterwegs gewesen. Und der retired, glaube ich, so gut wie immer. Wenn man hier ein Jahr durchspielt, dann ist er, glaube ich, in der zweiten Saison fast nie mehr dabei. Wenig dabei zu haben, ist natürlich schon ein bisschen schade. So, rein ins Qualifying. Und Konzentration. Hey, das war sehr früh gebremst, das war zu früh gebremst. Und hier ist das halt auch so total Gefühlssache bei anderen. Ah, shit. Bei anderen Circuits merke ich mir ja echt immer die Meterangaben. Also, es wird wahrscheinlich hier auch überall welche geben. Ich muss aber sagen, ja, hier habe ich es jetzt gesehen. Ich sehe die gar nicht immer. Also, von daher mache ich das eher irgendwie so nach Gefühl. Im Rennen ist das dann nochmal was anderes. Da hat man natürlich auch andere Autos und dann ist man es auch ein paar Mal öfter gefahren, sodass das dann einfacher ist. Okay, da muss ich noch mehr bremsen, sorry. Muss ich nochmal einmal kurz korrigieren. Ich könnte da schneller durchsegeln, aber auch aufgrund der Follow-up-Kurve kann man da nicht so durchheizen. Bisschen sehr über die Curbs geritten. Uns, glaube ich, ein Mercedes rausgefahren, wenn ich das in der Box richtig gesehen habe. Der wird wahrscheinlich jetzt erstmal die Bestzeit hier setzen. Also mit Sicherheit werden wir es nicht sein. Bottas ist es, ja. So sieht's aus. 1,353. Ja. 1,7 Sekunden langsamer als Bottas. Insgesamt ja gar nicht mal so schlecht auf den Bottas.
Aber das wird natürlich auch nicht die schnellste Zeit von ihm bleiben. Alle verbessern sich ja in der Regel immer nach hinten raus. Reicht nicht für eine weitere Runde? Dann ist die Berechnung aber fehlerhaft. Naja gut, ich meine, ich habe relativ knapp bemessen 3,1 für 3,1 Runden mitgenommen. Außer ich habe mich verguckt. Versuch's jetzt trotzdem einfach mal. Wobei, ich bin gerade scheiße langsam, okay. Dann üben wir mal die Boxeneinfahrt. Hab ich mir auch noch gar nicht angeguckt. Die sehr lange gerade, also ist schon relativ kurvig, ne? Ich meine, ist jetzt nicht langsam der Kurs, sind keine so übertrieben langsamen Kurven, aber jetzt nicht so viele Highspeed-Passagen. Ich finde den Track aber, mag den wohl. Ich finde den eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. So, die Sequenz sparen wir uns mal. Auch merken, das Schild mit den 60 km/h kommt relativ zügig. Wie sieht es zeitlich gerade aus? Hey, Latifi im Williams langsamer als wir. Stroll knapp schneller. Vettel 0,3 Sekunden oder so viel ist das jetzt gar nicht. Das wird aber natürlich nicht für Q2 reichen. Von daher müssen wir eh noch mal raus. Die beiden Kurven würde ich sagen sehr, sehr schön erwischt. Aktuell sind wir 16. Waren wahrscheinlich auch noch nicht alle draußen. Ja, vielleicht schon, aber noch nicht alle mit ihrer besten Zeit, würde ich mal denken. Dann jetzt noch mal eine Rückblende. Ja, machen wir mal. Gerne hier an der Mauer surfen. Wieder zu früh gebremst, aber das lassen wir jetzt so. Da darf man auf gar keinen Fall über die Curbs fahren. Scheiße, ey. Hier war ich auch viel zu früh auf der Bremse. Habe ich die Kurven ein bisschen verwechselt. So. Oh mein Gott. Gucken, ob wir da noch irgendwas draus zaubern können, was schneller war als unsere Runde eben. Das bezweifle ich relativ stark. Jetzt habe ich denn jetzt genug Benzin mit, um dann beide Runden durchzuziehen. Vielleicht sollten wir jetzt einfach etwas langsamer fahren. Um genügend Benzin. Ja, das reicht aber. Wir nehmen jetzt gerade mal ein bisschen raus. Die Runde wurde eh nicht schneller. Da wäre eh nicht schneller geworden, so ist richtig. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Nehmen wir jetzt nochmal Neufahrt auf. Ja, das reicht ganz genau. Ganz genau hin. Okay. Ja, das war natürlich eigentlich jetzt schon total gecuttet. Die Kurve überhaupt gar nicht erwischt habe. Ich depp.
Die war sehr gut. Auch wieder zu weit rausgekommen. Viel zu sehr vom Gas gegangen, das war nicht gut. Sogar gegen die Mauer gefahren, ey. Alter, ich krieg's gerade nicht geschissen, hier genügend vernünftige Kurven aneinander zu reihen, um mir eine gute Qualifying-Lap rauszuhauen. 6 Minuten haben wir noch. Naja. Wir fahren nochmal in die Garage. Mein Gott, ey, was ist denn hier los, verdammte Axt? Eigentlich schon für Q2 reserviert, ne? Aber ja, ganz ehrlich, scheiß da was drauf. Wenn wir nicht in Q2 reinkommen, brauchen wir die auch nicht überbehalten. Da wäre auf jeden Fall noch deutlich mehr drin, ey. Weil die KI verbessert sich zum Ende hin auch immer noch eigentlich. Da kann man von ausgehen, ja. Aber wir sind jetzt gerade auf 17. Das heißt, ja, Mick und beide Williams sind langsamer als wir. Mindestziel erreicht. Aber ohne dass ich die Zeiten jetzt im Kopf habe, bin ich mir relativ sicher, dass P15 nicht weit weg sein wird. Alter. Haben wir irgendwie kalte Reifen? Nee. Man kommt doch gerade aus der Box, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, hat uns da aber auch gerade so genügend Platz gelassen. So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser Session und bis jetzt sind wir zu langsam. Wir brauchen eine schnelle Runde oder wir sind raus aus dem Qualifying. Ja, danke für die Info, das ist mir überhaupt gar nicht bewusst gewesen. Aber mach doch noch Druck, Junge, mach doch noch Druck. Nächstes Jahr bin ich eh weg oder du bist weg. Denn Jeff wird es in F1 22 nicht mehr geben. So viel weiß ich schon. Wo habe ich denn ja jetzt gerade Zeit liegen lassen? Bis dahin war doch... Scheiße. Bis dahin war doch alles grün. Sehe ich das hier noch? Nee. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich schlecht rausbeschleunigt. Jetzt vor dieser Rückblende nicht mehr drauf gewesen. Ich dachte, die Runde wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Zu spät gebremst. Können wir hier noch irgendwie ein bisschen was rüber retten? Voll weit raus. Ich werde voll weit rausgetragen. Scheiße. Wie irgendwie ein Flügelschaden. Ich komme überhaupt nicht rum um die Kurven gerade. Ja, unfassbar. Ich check's nicht. Ich weiß gerade wirklich nicht, woran das liegt. Fühlt sich ganz merkwürdig an. Ja, hat nichts gebracht. Wir haben hier nochmal abgekürzt. Wir fahren nochmal eine Runde. Ist jetzt die allerletzte. Aber das Benzin reicht vielleicht gar nicht mehr. Wird das Auto dann extrem langsamer? Mal davon abgesehen, dass wir dann tatsächlich hinter der Ziellinie einfach stehen bleiben würden. Ja, ich bin 13. Schneller geworden oder was? Ja, nicht. Plus 0,6. Okay, ich bin jetzt wieder verwirrt. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf diese Runde. Schnellster erster Sektor. Weil wir die letzte Kurve gecuttet haben. Daher hatten wir mit Sicherheit die höchste Geschwindigkeit. Aber im zweiten Sektor habe ich das jetzt schon wieder größtenteils weggeworfen. Warum waren wir eben 13?
Komm nicht klar. Qualifying beendet. Wir sind aktuell 15. Oh Gott, mal gucken, ob da noch jemand reinkommt. Also, ob da noch jemand an uns vorbeikommt. Oh, Vettel auch sehr spät auf der Bremse. Scheint also nicht nur ein Problem für mich zu sein, diese scheiß Passage da unter der alten Brücke. Wir sind immer noch auf P15. Warum komme ich da so weit raus? Die Runde war aber nochmal deutlich besser. Von daher, egal was jetzt in der vorletzten Runde war, die letzte hier war eh nochmal die beste. P11! Holy shit, Alter. Die letzte Runde war echt gut. Aber hier wieder total die Mehrklassengesellschaft. Boah, interessant. Wie einfach mal hinter Hamilton, zwischen Hamilton und Gasly, zwischen 1 und 10, nur 4 Zehntel liegen. Das ist erstaunlich. Und dann, ja sogar eine halbe Sekunde, auf mich auf dem 11. Platz. Ja, raus fliegen mal wieder die beiden Williams, Mick und, oh, nicht beide Alphas. Giovinazzi hat es noch geschafft, ganz knapp, 5000stel. Ja, Kimi Räikkönen und Lance Stroll. Kimi Räikkönen, muss man auch mal sagen, ist echt schlecht. Also hier jetzt in Game. Der hört wahrscheinlich eh auf. Hat er ja in echt da auch gemacht. Aber der hat noch keinen einzigen Punkt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Auch wenn er uns in der Rivalität immer natzt, aber Punkte hat er immer noch nicht. Ja, Systemfehler, warum nicht? Auf jeden Fall haben wir es in Q2 geschafft. Jetzt habe ich zwar abgenutzte Reifen, aber... Okay, ich weiß, du willst unbedingt hinaus, aber du musst dich noch ein paar Minuten gedulden. Wir müssen ein Ölleck untersuchen. Hat Sinn, mal auf Gelben zu fahren? Nein, macht es eigentlich nicht. Dann nehmen wir einfach die mit 5% vom ersten Dings. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Nochmal eine fliegende Runde. Kann ich mir das sparen? Ja, war gerade ein bisschen gequält, aber ich würde sagen, die letzte Runde, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht großartig gecuttet, oder? Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Weiß, dass ich in der, Alter, vorletzten Kurve vor Start-Ziel immer zu weit rauskomme. Das ist halt auch außerhalb der Track-Limits. Von daher nicht so sauber, da hat man dann mehr Raum zum Beschleunigen. Versuche ich jetzt mal etwas zu unterbinden. Sind wir natürlich jetzt langsamer, aber innerhalb der Streckenbegrenzung. So, ja, dann gucken wir mal, ob wir wieder so eine 1,34er Zeit hier irgendwie hinschmettern können. Alles, was besser ist als Platz 15, damit bin ich zufrieden. Vielleicht können wir noch so... Na gut, eben haben wir 11. Ich wollte gerade sagen, so ein, zwei hinter uns lassen, aber... Eben auf P11, da wäre natürlich schon cremig. Da wären wir ziemlich nah an den Punkten dran. Auch wenn dann zu P10 im Qualifying jetzt eine halbe Sekunde gefehlt hat in Q1. Wenn das jetzt nochmal so sein sollte, dann so what. Aber im Rennen ist das ja irrelevant, wie der Abstand war. Hauptsache, wir sind so weit wie möglich vorne. Spät gebremst und Auto kaputt. Ich wollte wieder das Maximale herausholen. Ja, komm, mach jetzt zurück hier. Das war eigentlich auch schon too much. Aber damit müssen wir arbeiten. Das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen zu viel und zu wenig. Holy shit. Die Reifenabnutzung? Dann ist sie doch gar nicht. Vielleicht müsste ich mir mal die Bügeleinstellungen sind doch ausgeglichen gewesen. Gut, jetzt habe ich gerade nicht so auf die Strecke geachtet. Aber hier auch. Ich
Und gar nicht richtig lenken. Woran liegt's? Jetzt habe ich so ein Pümpel unter. Ach du Scheiße, ich habe tatsächlich so ein Ding unterm Auto. Ja. Dann ist das eben so. Na, ich will eigentlich mir nicht die Folgerunde versauen. Ich hätte das jetzt weiterlaufen lassen, aber die Beschleunigung für die nächste Runde war dann im Arsch. Ist ja auch doof. So, 1:36:1. Das ist ja gar nicht mal so gut. Alter, ist das schlecht. Holy shit. 2 Sekunden off. Fast. Ist hier immer so früh. Die Runde eben war nicht gut und jetzt bin ich nochmal eine halbe Sekunde langsamer. Wie kann das sein? Na gut. Benutzt Reifen zu fahren, macht es jetzt auch nicht unbedingt besser, aber so krass. Kurve nicht gut angefahren. Absoluter Crap. Ich gehe nochmal in die Garage, das ist nichts. Macht das halt Sinn mit den Reifen nochmal? Wir müssen es ja versuchen, aber 6%. Bis wir dann zu Hotlap kommen, haben die wahrscheinlich 8%. Schon ein Nachteil gegenüber anderen, die frische haben, aber ohne den dritten Satz Reifen hätte ich es gar nicht in Q2 geschafft. Ganz ehrlich, ey, Giovinazzi müssen wir doch natzen. Den müssen wir uns holen. War gut. Oh, das war nicht gut. Zu sehr eingelenkt. War, ja, war ganz okay. Erster Sch- oh. Der erste Sektor war der schnellste von allen. Nice. Da habe ich blöd angefangen. Aber kann auch nur sehr marginal gewesen sein, so der Vorsprung. Ich glaube, da sind wir schon relativ nah beieinander gewesen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, 4 Zehntel gerade, 4,5. Wenn wir das jetzt noch nach Hause bringen könnten, wäre das natürlich super. Hier wieder verkackt. Wobei, unsere Zeit war ja scheiße. Die war ja absolut crap. Habe ich denn so viel Zeit verloren, dass ich mit einem violetten ersten Sektor jetzt trotzdem in Anführungszeichen nur so ein bisschen schneller bin als meine Crap-Zeit. Ich sehe hier einfach nicht hin, Alter. Meine Fresse. Jetzt auch wieder viel zu langsam. Ja gut, ich glaube, in dem letzten Sektor lasse ich so unfassbar viel liegen. Wow, das war nice. Alter Schwede. Die war ja mal richtig sick. Ich musste zwar ein paar Rückblenden benutzen, aber nochmal einen richtig guten letzten Sektor zusammengestrickt. Besser wird's nicht mehr. Platz 5 aktuell. Aber es ist alles sehr, sehr knapp. Max Verstappen? Ja, okay, die fahren alle mit Gelb. Die wollten nur in Q3 reinkommen, richtig? Ja,
Ich glaube, ihr müsst euch wahrscheinlich doch nochmal rausbegeben. Dovinazzi, Alter, mit einer 1,35er. Das ist aber auch nicht besonders gut. So, ich beschleunige mal. Ich kann mich eh nicht mehr verbessern. Wir sind noch sehr weit nach hinten geflogen. Boah, es reicht aber noch gerade so. Alter, ganz, ganz knapp. Ja. Wie viel ist es am Ende? 5? Hundertstel. Circa, naja, eigentlich eher 6. Ja, und somit bleiben wir noch drin und kommen wieder in Q3. Alter, mit dem Auto, unfassbar. Giovinazzi fliegt raus. Tsunoda, Vettel, Ocon und Gasly. Ja, also die 4 Top-Teams, sag ich mal, kommen durch, wenig überraschend. Plus Fernando Alonso und Garcia Cortina. Scheiße, jetzt kriegen wir auch noch einen 9 Satz Reifen. 9 Satz Rote. Für Q3 reserviert. Und können den nochmal verheizen. Aber der ist auch schon direkt ausgewählt. Ja, alles was jetzt kommt, ist wieder Bonus, das Übliche. Ist schon irgendwie. Warum bin ich denn im Qualifying verhältnismäßig? Gut rückblenden und so, aber. Was ist denn von der Pace her so gut? Dass das Auto halt immer noch das Schlechteste ist. Im Rennen kriege ich es ja nicht so geschissen, muss ich ja mal sagen. Weil es halt auch nur eine Lap und. Wenn man dann ab und an auch mal Fehler korrigiert, kann es ja nicht im Rennen jedes Mal machen. Ist halt nochmal was anderes, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf ein besseres Auto. Da muss man auch nicht vielleicht wegen jeder Kleinigkeit mal eine Rückblende machen, gerade nicht im Rennen, sondern das gehört dann halt dazu. Und auch mal, wenn man ein paar Runden gut fährt, ein bisschen schnelleres Auto hat, auch mal wieder was rausfahren. Ja, hier, ich muss ja mit dem Haas perfekt fahren, damit ich keine Plätze verliere. So ist es ja mehr oder weniger. Wir im letzten Rennen gesehen, so weit vorne gestartet und dann wird man eigentlich nur durchgereicht, wenn man sich da nicht ein Bein ausreißt. Das ist natürlich auch schon viel zu weit vorne ist für dieses Transauto, das. Ja, aber ich sag mal so in Richtung Punkte ist das schon ganz geil, wenn man da kompetitiv ein bisschen konkurrenzfähig mitfahren kann. Und nicht nur um Platz 18 bis 20 irgendwie so fightet. So, bitte jetzt hier mal. Ja, das war glaube ich besser. Tanken früher noch. Ich versuche mal so bei 125 ungefähr zu bremsen. Zwischen den beiden Bildern. Norris. Ach, scheiße, jetzt habe ich gerade. Sorry. Ich habe gerade aus Versehen. Ne, nicht aus Versehen. Das ist Quatsch. Ich habe gerade bewusst oben auf die Anzeige geguckt, aber dadurch aus Versehen mich nicht mehr aufs Fahren konzentriert. Scheiße, das war wieder schlecht. Bringt aber Speed. 1,34,4. Platz 7. Eine machen wir noch. Ich glaube, dann lasse ich es auch ehrlich gesagt sein. Ich habe auch, was hier Rückblenden und so angeht, schon gutes Kontingent hier aufgebraucht. Muss ich jetzt auch mal damit leben, was hierbei rumkommt. P9. Naja, vielleicht reicht die Zeit ja, um Alonso zu schlagen. Ich hab schon echt Bock aufs Rennen, muss ich sagen. Ich glaube, hier kann man sich ganz geile Battles liefern. Viele Anbremszonen, viele Kurven, aber halt nicht so extrem langsame. Aber durchaus auch schon ein bisschen was Knackiges dabei. Bin ich ja absolut crap angefahren. Ah ne, ich habe gesagt, ich wollte. Ich
Ich habe genug Rückblenden verwendet, ja. Dann ist es jetzt so. B10. Dann können wir auch in eine Box fahren. Ja, wir fahren selber nochmal in eine Box. Und werden dann also Zehnter. Ja, ist doch alles bestens. Wieder in Q3 gekommen, 10. Platz hier. Mindestens. Man kann sich ja eigentlich schon gefühlt darauf einstellen, dass es mindestens eine Gridstrafe gibt. Mindestens. Also schlechter als 10 wird es auf jeden Fall nicht. Und dann beenden wir die Session. Ja komm, Alter, warum muss man sich das eigentlich immer so lange angucken? Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber ja, gut, halbe Sekunde, also chancenlos. Alter, Alonso! Junge! So viel zum Thema. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, alles klar. Danke, Heiko. Auf jeden Fall, holy shit, so viel zum Thema. Fernando Alonso schlagen mit der Zeit. Nie im Leben. Der ist sogar Sechster. Red Bull nur Vierter und Fünfter. Okay, hier auf Platz 3. Okay, ja, nicht schlecht. Wie sieht es eigentlich in der WM aus gerade? Bottas 30 Punkte vor Verstappen und 34 vor Hamilton. Joa. Verstappen würde so ein bisschen an Boden verlieren, aber... Die Punkte werden ja erst sonntags vergeben, nicht wahr? Wow, wir haben mal Punkte aufgeholt auf Kimi Räikkönen. Haben aber keine Chance mehr, den zu überholen. Muss man so ehrlich sagen. Denn die Anzeige da ist ja verbuggt, aber ich glaube, es ist nur noch das Rennen morgen. Mehr nicht, von daher können wir da keine 6 Punkte oder wie viel da fehlten noch bekommen. Ja, ich würde sagen... Das war mal wieder ein erfolgreiches Qualifying. Mit einem Haas wieder in Q3 reingekommen. Besser geht's nicht, auch wenn es heute nur Platz 10 war. Und nicht die zweite Startreihe. Aber war mal ein paar Autos vor uns, die wir überholen können, nicht wahr? In dem Sinne hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Mr. Luke zockt F1 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Ciao.